Hallo Leute und willkommen zurück zu einer frustrierten Folge, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht, haben wir nachgeguckt. Und wir haben es wohl fast richtig gemacht, aber fast richtig ist ja immer noch nicht ganz richtig. Und deshalb müssen wir diesen weiten Weg zurück. Hier steht nein, so sieht zurück in den dschungeligen. Ich der Sache schon auf der Spur. Ja, ist trotzdem frustrierend. Ja. Okay. Du hast gesagt, wir sollen den voll quatschen. Genau. Dann springen die Glückskugeln heraus. Ja, Unglück wird. Bla 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 bla. Nein, hör doch auf! Mein Gott! So, jetzt. So, Zukunft. Bla 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 bla. Und wenn er denn jetzt gleich abgelenkt ist. Dann hattest du ja schon versucht, dunkle Wolken mit der Rübe die Klappe Glück zu verstopfen, was aber nicht ging, er weil ist wohl erst hat. Glücklich. Mhm. Es ist deine Schuld. Also schütteln wir uns hier aber nicht in der Palme. Du wirst nichts dagegen tun können. Entschuldige, Sumse. Und jetzt sollen wir die Rübe da reinfeuern. Genau. Das war das Detail, was wir nicht bemerkt haben. Passt und sitzt bombenfest. Wirst du? Frustriert sein, Mäuschen. Alles ist gut. Und viel mehr haben wir uns jetzt auch nicht gefreut. Es hat nicht sollen sein. Wir haben nur dieses Detail nachgeguckt. Also ab danach sind wir wieder blind. Also freut euch schon auf die nächsten 30 Minuten, in denen nichts passiert. Wo ist die Kugel hin? Die ist runtergefallen. Warum? Ah, wahrscheinlich musste die gar nicht haben. Wahrscheinlich musst du ihn jetzt fragen, dass er sich seine eigene Zukunft voraussagt und dann zieht er ja logischerweise immer eine schwarze, weil er die weiße nicht mehr hat. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Na, war das jetzt eine schwarze? Ja, wollen wir doch mal sehen. Ja. Ah, interessant. Hurra, die Was? Okay, dann hat es noch nicht funktioniert. Ah, während er den Tanz macht, sollst du ablenken. Okay, dann machen wir das mal. Dann hatte er eben die schwarze. Deswegen ist die weg. Das nehme ich mit. Lass mich das Inventar aufmachen. Fast! Passt und sitzt bombenfest. Da war eben die schwarze Kugel. Oh nein. Legst du jetzt wieder weg? Es hat sollen sein. Leg's weg. Okay, jetzt wollen wir die haben. Glück findet man eben doch auf der Straße. Tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklichem Hold, steht auf der Kugel. Kann ich das abmachen? Das sieht aus wie ein Aufkleber. Da muss kein... Kann ich den nicht irgendwie abmachen? Das braucht... Manu! Kannst du den wieder vernünftig draufkleben oder hast du das mit dem Pinsel gerade ausprobiert? Das ist ne? die Kugel, die sich der komische Typ im... Da klebt ein Zettel drauf. Tanze voll... Diebe halt... Mein... Ich will den Zettel haben. Wieso geht das nicht? Da kombinier einfach mal alles im Inventar. Diebe. Sind wir wenigstens auf der sicheren Seite. Diebe. 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 Okay. Passt perfekt. Wie riesig ist denn diese Kugel gewesen? Ich habe keine Ahnung. No. Und jetzt? Ich gebe sie besser zurück. Ach so. Ach so? Geben wir die? Gute Idee. Keinen Verdacht, gute Idee. Sie wiedergeben? Hat er gerade gesagt, gute Idee? Zweimal? Gute Idee. Gute Idee. Müssen wir vielleicht die Rübe wieder rausnehmen? Kann ich hier anfassen? Dort springen die Glückskugeln heraus. Unglück wird über dich kommen, wenn... Ja, Klappe berührst, bla bla bla. Dann muss er vielleicht noch mal tanzen oder so. Frag ihn mal nach seiner Zukunft.
können sie auch ihre eigene Zukunft selbst verändern. Eine schwarze Kugel? Nein, nein. Hier irrt das Glück sicher. Das ist sicher ein technischer Fehler. Ein sehr unglücklicher. Da okay. ist wohl wirklich nur die eine weiße Kugel drin. Erstmal will ich das hier wieder haben. Damit bin ich fürs Erste fertig. Nein, ich will es wieder haben, habe ich gesagt. Soll ich es jetzt nochmal machen und dann... Können Sie auch Ihre... Selbst... Wollen wir doch mal sehen. Interessant. Eine schwarze... Nein, okay, warte, wenn er jetzt das ist sicher ein technischer... Versuchen, die weiße Kugel wieder rein. Geht nicht, weil er redet die ganze Zeit, komme ich nicht ins Inventar. Also wenn, dann muss wieder die Biene hier rumdingsen. Okay, versuchen wir es mal. Aber was habe ich denn davon, wenn er... Oder soll ich ihm jetzt die weiße geben? Guti, guti. Einfach nur eine gute Idee. Okay. Aber jetzt kommt die... Entschuldige, Sumse. Aber jetzt die Klappe doch nie offen. Nee, wie hast du das denn eben gemacht, dass die Klappe offen war? Wirst du! Dass er mir meine Zukunft gute vorher Idee, sagt, gute ne? Idee. Und dann machen wir es mal so rum. Können Sie mir da... Okay, Der ist wohl... Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Obwohl die Clip-Fehler da oben... Komm her, du schatziges kleines Ding. Und plapp. Na, wirst du! Aber... Warum? Ich verstehe es immer noch nicht. Es hat nicht sollen sein. Habe ich jetzt die Zukunft, dass ich eine Rübe werde? Ich weiß nicht. Nee, du musst ja seine Zukunft voraussagen. Vielleicht. Können Sie auch... Ich weiß aber nicht, was wollen wir doch mal sehen. Mit der Rübe zu tun hat. Interessant. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, ein guter Schluck bringt großes Glück. Ach, damit er die Flasche nimmt. Wie seltsam. Aber die Kugel hat nie gelogen. Nur, wo bekomme ich so einen Schluck? Na, dann probieren wir mal. Jene Flasche. Die Kugel führt mich zu ihr. Ich muss sie öffnen, um an mein Glück zu gelangen. Na dann, nur zu. Ich gebe Glück und siehe, mir wird Glück gegeben. Endlich. Viel länger hätte ich den nicht mehr ausgehalten. No. Okay. Endlich ist er weg. Kitsune! Tokage-Seidan sind in dieser Welt. Wie kann das sein? Du kennst sie? Sie waren schon in meiner Welt. Wer sie berührt, wird sich für immer verlaufen. Glaubst du wirklich? Jerry, ich kann meinen Weg nach Hause nicht mehr öffnen. Das waren bestimmt sie. Ich will nach Hause! Kitsune, warte! Weg ist sie. Wir können das ja auch nicht rausziehen oder so, ne? Dass sie... Ich weiß auch, aber es stimmt. Das hat man ja schon viel eher. Solide aus der Nagel. Aber wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Aber das hilft ja hier meistens nie so wirklich. Also wenn wir hier drin gewesen sind, war das irgendwie nie. Hat es einfach immer nur erzählt, was wir tun. Die Ex im Rathaus scheint gerne mal zu tief ins Glas zu schauen. Die Ex im Stadtzentrum sollte mal was von ihrer eigenen Medizin zu schmecken bekommen. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass die im Rathaus die Echse halt in die Flasche gucken will. Anstatt die, ja, aber. Naja, eine haben wir. Okay. Weiß ich nicht, ob wir die dem Magier quasi, der pennt weiter, ne? Die Rübe mitzunehmen. Endlich! Zaharov! Okay. No. Sieht doch ganz gemütlich aus. Achso, ich dachte, das ist das Dings. Geht immer noch nicht, ne? Damit bin ich fürs Erste. Okay, fertig.
Sumsebiene? Damit bin ich fürs Erste fertig. Okay. Dann haben wir ja jetzt nichts Zusätzliches bekommen. Nein. Aber gehen wir einfach mal zum Stadtzentrum. Vielleicht können wir... Oder gehen wir zum Magier. Wäre vielleicht ganz logisch. Hm. Vielleicht gibt er uns ja irgendwas. Ja, vielleicht sagt er, oh, du hast die erste. Oh, hey! Hallo, Jerry. Na, wohin soll es gehen? Die meisten der Bewohner von Mauswald sind in einem Tief. Auf geht's! Halt dich fest, Jerry! Bis später! Bis später. Okay. Dann bin ich mal gespannt, ob wir eine andere Option bekommen. Das Konsortium Squamata ist über Mauswald gekommen. Sie haben schon viele Welten heimgesucht. Du musst mir alle drei bringen. Benutze die Bannflaschen, die ich dir gab. Denk dran, die Echsen selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Also hat das jetzt nichts gebracht. Macht das noch Sinn, Milch mitzunehmen? Was? Jetzt habe ich Milch. Okay. Ich dachte wegen dem Trinken oder so. Aber wir können jetzt das Ding nicht mehr auskippen. Wir haben die ganze Zeit eine weiße Flüssigkeit gesucht, um die Kugel zu färben. Wieso haben wir nicht an die Milch gedacht? Okay. Da passe ich. Was tut er da? Was hast du da reingebracht? Hab's umgefüllt. Was ist passiert? Ich habe Milch in das Fässchen gemacht. Okay, das ist gut. Milch bringt. Warum? Warum ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Bringst du den Säufer? Der denkt wahrscheinlich, ein riesiges Fass Blaues, werft her damit. Aber warum sollte er denn aus... Ich will doch, dass er die Flasche öffnet. Und ich dachte die ganze Zeit, Blausaft ist richtiger, echter Saft. Dabei ist da böser Alkohol drin. Milch bringt mich ja ausnahmsweise nicht weiter. Okay, dann der hier. Milch bringt... Milch bringt... Ging das? Also ich verstehe es immer Das nicht. Braucht keine... Hab ich schon probiert, ne? Mein Becher ist sicher ein... Besser nicht. Kann man die ertränken? Keine Ex... Ah, gut. Experimente. No. Ah, weil's next ist. No. Da passe ich besser. Kannst du eine Illusion auf das Fass zaubern? Es gibt doch Unglück in meinem Leben. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Ich glaube, hier wird... Kannst du den Typen im Rathaus... Ich glaube, hier wird keine Täuschung... Indem du ihm einfach irgendwie einen Zauber zeigst und er denkt, die Flasche ist voll und denkt sich, Schnaps. Ich glaube, hier wird... Ich glaube. Setz das mal auf ihn selbst ein. Ich sehe jetzt aus, als. Finanziellen Handlungsspielraum. Ich wollte gerade sagen, sehe ich jetzt aus, als hätte ich Geld? Klar, ich bin so reich. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Absolut. Du willst Zarov sehen. Wie die anderen. Genau. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit deinem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarov. Klar, wo soll ich unterschreiben? Draußen warten 20 Baumläufer. Du bist umstellt, okay? Hab doch keine Lust mehr, mit dir zu reden. Mach einfach mal mit. Wir haben ja nichts zu verlieren im Prinzip. Klar, das saugefährlich wo soll ist, ich unterschreiben? Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir.
Muss ich nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Beim Squamatags, das läuft ja wie am Schnürchen. Das ist ja wieder abgelenkt, oder? Ich kann mal nichts machen im Moment. Der benutzt das wie Strohhalm. Und jetzt? Wo ist Zaroff? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zaroff sehen. Seine Rache ist unser Triumph. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Sie müssen. Was hat das jetzt gebracht? Weiß nicht. Ich hab echt. Du willst wie? Immer noch. Dann wirst du den. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ah, gute Idee. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Was? Ich wusste es. Diese Hinterhältigen. Warte, ich glaube dir nicht. Ich bin noch ganz klar im Kopf. Okay, also muss er erstmal eine Weile zischeln, ne? Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ausgezeichnet. Deine Wertpapiere gehören jetzt auch mir. Ich will auch eine Strohhalmzunge haben. Und jetzt? Du bist noch immer. Diese Augen sich drehen. Wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zaroff sehen. Ich glaube, ich habe einen Tee. Besser nicht. Ich dachte, Milch. Jetzt na gut, dann. Du durch die Gespräche. Ich glaube. Also. Ich habe immer noch eine. Echt? Du willst wie Warum die. An- die immer noch. Der Bansch. Das soll mich nicht. Dann stören. Wirst du sicher. Dann. Den. Ja, zeig. Alle guten Dinge sind drei. Noch ein Vertrag? Wahrscheinlich. Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Der wird doch wieder wach, ne? Deswegen nehmen wir das hier. Oder? Aller guten Dinge sind drei. Noch ein Vertrag, bitte. Du hast nichts mehr. Bist leer. Wie meine Flasche. Aber wo ist jetzt Zaroff? Auf der Lichtung. Was glaubst du? Okay, dann sag ihm das mit dem Kurs der Eicheln. Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Was? Das alles hier war für die Katz? Mir ist schwindelig. Meine Brüder werden mich auslachen. Alles wertlos. Wir werden auffliegen. Die wollen bestimmt alle Rückabwicklungen. Rette sich, wer kann! Scheint, als sei ihm sein Schaumwein zu Kopf gestiegen. Kann ich das haben? Rückabwicklung. Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Naja, er hat seinen Mantel ausgezogen. Der ist jetzt hier drin. Der komische Typ steckt in der Rüstung. Aber wie kriege ich ihn da raus? Mal sehen, ob das endlich klappt. Nein. Ach, cool. Das juckt. Oh, das hat Spaß gemacht. Wo ist die Eidechse denn jetzt abgeblieben? Die ist doch hier rausgelaufen. Kann der mich sehen? Ach, da oben. Der kann mich sehen. Verflucht! Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Rein gar nichts. Nein,
Verwirrter Eidechser. Müssen wir aufs Dach? Ich befürchte schon, ja. Wie wär's mit etwas frischem, kaltem Wasser? Wasser. Du guter, guter Junge. Wer muss denn ganze Welten um ihren Besitz prellen, um glücklich zu werden? Wenn doch ein Schluck Wasser aus der Hand eines Geschäftspartners wie dir. Nein, eines Freundes. Mich mehr labt, als jeder Vertragsabschluss es könnte. Na dann. Hoch die Tassen. Ich habe die Eidechse eingefangen. Endlich. Na. No. Wird einem ja ganz schwindelig von dem Gerede. Sehr gut. Dann haben wir in der Folge waren wir mal ein bisschen viel erfolgreicher. Da fehlt nur noch die unten. Aber wir sind auch schon bei 21 Minuten angekommen. Jetzt können wir rein gewissens mal Pause machen, würde ich sagen. Okay. Und da legen wir einfach in der nächsten Episode wieder los, wenn wir gucken, wie wir die Schlucki-Eidechse da irgendwie, na okay, das war die Schlucki-Eidechse eigentlich, die Riechdechse, dann in unsere Flasche kriegen. Mhm, das kriegen wir auch noch hin. Mhm. Und dann ist Mauswald wieder sicher. Genau. Ja gut, wir müssen noch rausfinden, was mit Anja ist und wo die Kirchenmäuse geblieben sind und... Aber das kriegen wir auch noch hin. Mhm. Die werden irgendwo okay. Alle schon versteckt sein, die finden wir. Ja, die machen bestimmt irgendwo eine große Party oder so. Mhm. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.